Evonik. Kraft für Neues. Das ist unser nagelneuer 8-Achser LTM 1650-8.1. Es ist ein Prototyp, den präsentieren wir das erste Mal der Öffentlichkeit. Das ist ein ganz starker Mobilkran, 650 Tonnen Traglast. Er hat einen Teleskopausleger in zwei Varianten, einmal 54 Meter. Hier aufgebaut ist die Variante mit 80 Meter Teleskopauslegerlänge. Den Teleskopausleger kann man verlängern mit Gitterspitzen. Wir würden also, wenn er komplett aufgebaut wäre, eine Hakenhöhe von 155 Metern erreichen. Er ist der Nachfolger eines sehr erfolgreichen Kranes, eines 500-Tonners, den wir 20 Jahre lang gebaut haben. Vor 20 Jahren, 1998, auf der Bauma auch erstmals damals präsentiert haben, den wir mit etwa 600 Geräten weltweit verkauft haben. Und der Kran, ähnliches Konzept, auch auf 8 Achsen, aber im Schnitt etwa 20% mehr Tragkraft. Vielleicht eine Besonderheit an diesem Kran, das sieht man da hinten, das ist das Gegengewicht. Der Kran kann mit etwa 150 Tonnen Ballast, Gegengewicht arbeiten. Und das ist eine neue Technik, das ist ein hydraulisch verstellbares Gegengewicht. Also das Gegengewicht kann vom Radius vergrößert werden. Dann habe ich, ist wie eine Waage, dann habe ich mehr Tragkraft bei großer Ausladung. Wenn ich aber den Platz auf der Baustelle nicht habe und oft ist es eng, dann kann ich den Ballastradius verkleinern, um überhaupt an dieser Stelle arbeiten zu können. Viele Kunden, die den Vorgänger haben, die werden sicherlich auf diesen Kran dann gehen. So Anwendungen für so einen Kran, Schwerlastbereich, auch manchmal Verladearbeiten in Häfen, Wartung von Windkraftanlagen, auch Montage von kleineren Windkraftanlagen. Für die größeren bieten wir größere Krane an. Ja, wenn Sie gut verhandeln, dann kriegen Sie den natürlich sehr günstig, aber das hängt sehr stark von der Ausrüstung. Aber da liegen wir schon irgendwo bis 2,5 bis 3,5 Millionen Euro.